Hallo Adi, einen schönen Gruß aus Brandenburg nach Bayern in den Süden der Nation. Hier habe ich deinen Align 700er DFC-Helikopter, noch verbaut das GT 5.2 von Thunder Tiger. Dein Wunsch war es, mit dem Microbeast zu fliegen, mit dem AR 7200. Das werde ich dir natürlich gleich verbauen und einstellen, nach deinen Wünschen einstellen, so wie du es haben möchtest. Was noch rauskommt, ist das Telemetriemodul. Was ich aber drinnen lasse, sind natürlich die Anschlüsse. Die fummel ich da jetzt nicht raus. Einmal für den Flugakku, also für den 12S, damit du da Daten bekommst auf deinem Sender. Und für dich, denke ich mal, sehr interessant, weil du ihn ja in einen Scale-Heli einbauen möchtest, ist die Temperaturanzeige für den Regler. Den habe ich hinter dem Regler gesetzt, die Schleife, die Temperaturschleife, damit du in Echtzeit die Temperatur bekommst. Ist ja doch alles sehr verbaut in einem Scale-Rumpf, da kommt ja nicht ganz so viel Luft dran. Hier an der Seite, auf der anderen Seite, hast du vielleicht gesehen auf den Bildern, habe ich zwar noch einen Lüfter dran, einen extra Lüfter, der gibt ungefähr nochmal so 5 Grad. Bringt er, dass der Regler um 5 Grad kälter wird. Er wird nicht sonderlich heiß, bis jetzt nicht. Aber das sollte eine gute Hilfe sein, wenn du in Echtzeit die Temperatur auslesen kannst. Was der Castle-Regler ja im Log, kannst du es ja auslesen, aber das kannst du erst im Nachhinein machen. Und bevor er abschaltet, weil er zu heiß wird, kannst du das an deiner DX9, DX18, weiß ich nicht, was du hast, kannst du es natürlich einstellen. Ja. Darum kümmere ich mich gleich, um das wieder vernünftig, das AR 7200 hier vernünftig aufzubauen. Der Satellit hier unten, der ist natürlich super gut platziert, den lasse ich dran. Das Kabel ist schon verlegt bis dahin. Das ist natürlich very easy für mich. Und ach so, die Speed-Verkleidung, die kommt auch noch ab. Und dann melde ich mich wieder, wenn ich soweit bin. Autorotation. So, Bindevorgang. Die Telemetrie ist jetzt nur für mich nochmal dran gebaut, damit ich überprüfen kann, ob auch alles funktioniert nach dem Umbau. Nicht, dass da irgendwas schief läuft. Also Temperaturanzeige, dass die funktioniert. Die Anzeige der Voltzahl vom Flugakku und die Empfängerspannung natürlich auch, was da automatisch geht. Und was mich natürlich auch brennend interessiert, ist immer, bevor ich dir den schicke, dass ich keine Aussetzer habe bei dem Empfänger. Telemetrie funktioniert auch, wie du gleich bestimmt hören wirst. Flugakku 45,8 Volt. Temperatur 23 Grad Celsius. Empfänger 7,4 Volt. Genau. Also es funktioniert alles. Bin zufrieden. Was für dich noch vielleicht wichtig ist, mir fehlt ein Steckplatz für, hast du vielleicht vorhin gesehen, für den Lüfter, der an der Seite ist. Den lasse ich dir erstmal frei. Wenn du kein Telemetriemodul ranbaust, kannst du ihn da reinstecken, dann kriegt er seinen Strom. Falls du ein Telemetriemodul ranbaust, was du mit Sicherheit machen wirst, musst du den irgendwo dranhängen und koppeln. Ja, das überlasse ich dann dir, wie du es machst, wo du den dann mit verlötest, an welchen Plus- und Minuskabel. Das weiß ich nicht, das lasse ich jetzt.
einfach mal weg, weil ich hier einfach keinen, es sind alle belegt. Die Stromversorgung ist doppelt. Und da kannst du ihn ja mit reinlöten. Okay. So, dann werde ich mich mal ans Einstellen machen. Einstellen des Flyerless-Systems, egal welches. Hier ist es natürlich das MicroBeast. Dafür habe ich mir gebaut ein Podest hier sozusagen, ein OP-Tisch für den Helikopter. Den kann ich auf allen vier Ecken verstellen in der Höhe, damit der Heli bzw. die Hauptrotorwelle auch tatsächlich perfekt 90 Grad nach oben zeigt und nicht nach vorne oder nach hinten neigt oder eventuell sogar zur Seite, wenn der Tisch schief stehen sollte. Das habe ich nicht, wenn ich ihn nur auf den Kufen stelle. Dann ist er meistens nach vorne geneigt. Meine Helikopter ja sowieso, weil ich die hinten alle anhebe, damit die Rotorblätter hinten nicht andauernd ins Gras hauen. Dafür diese Platte, um den Nullpitch tatsächlich perfekt einzustellen. Wie messe ich denn die? Ich habe hier meine Leere und hier, wenn der Motor hier oben drauf ist, habe ich wunderbar Platz, um überall festzustellen, jawohl, es sind überall 0 Grad. Dann fange ich mal an. Den Pitch stelle ich dir ein. Oh, die Grundeinstellung vom Pitch mache ich minus 12, 12,6 nehme ich meistens. Minus und plus 12,6. Entschärfen kannst du das dann ja, wie gehabt, das kennst du ja alle schon in deiner Spektrum. Gut, haben wir. Dann gehe ich noch mal kurz die Parameter durch. Im Parametermenü logischerweise. A brauchen wir nicht. B ist auf blau. Das Steuerverhalten natürlich blau. Sender. Die Aufbäumkompensation habe ich immer auf rot. Also Mittel, es bleibt auch dabei, es ist in der Grundeinstellung, das MicroBeast ist ja wunderbar. Das sollte auch rot sein, genau, das ist Heading-Lock-Anteil. Und die Totzone habe ich meistens auf rot, habe ich auch, also eine erhöht. Drehmomentvorsteuerung habe ich auch. Das ist genau falsch rum. Das muss auf rot. Genau. So, damit es nicht ausbricht, wenn man mal den Pitch voll reinballert, was bei dir nicht passieren wird, denn er kommt ja in einen Scale-Helikopter, aber kann nicht verkehrt sein. Das zyklische Ansprechverhalten machen wir mal alles auf Violett, also alles auf neutral. Das ist nämlich der komplette Rest, der jetzt neutral kann. Pitch Boost, ich denke nicht, dass du TikToks mit deinem Scale-Heli machen möchtest. Und das war's. Okay. Das war die Einstellerei für das MicroBoost. Was noch fehlt, sind die Einstellungen von deinem Castle-Regler. Die möchte ich dir kurz noch zeigen, was ich da für dich programmiert habe oder wie du ihn bekommst, mit welcher Programmierung. Im Governor-Mode und mit festen Drehzahlen, 1600, 1700 und 1900 Umdrehungen am Kopf, die auch tatsächlich stimmen, habe ich nachgemessen gestern.
Wenn du 30, 70 bzw. 100% an deinem Sender einstellst, kannst du hier auch darauf zurückgreifen, so wie ich es hier oben eingestellt habe. Wenn du das nicht möchtest, ich glaube, du hast einen Castle Link, dann ändere das nach deinen Bedürfnissen, so wie du es gerne haben möchtest. Logisch. Die Logdateien zeige ich dir noch mal ganz kurz. Ich lasse sie für dich auch drin. Also ich werde sie nicht löschen. Dann kannst du da noch mal reingucken, wie er denn so, wie viel Ampere er gezogen hat und wie warm der Regler geworden ist. Es wird nicht sehr warm. Einmal groß machen und dann suchen wir uns die vorletzte. Das ist der Flug von gestern. Der hier. Und ich bin ganz easy geflogen, also nur Rundflüge hier oben bei den 1900ern habe ich da mal ein Looping gemacht. Ich glaube, der hier war's. Und ein paar Rollen. Also ganz easy, ganz wirklich easy geflogen. Die Drehzahlen hier unten siehst du das ja. Er zeigt hier in den Logdateien 100 Umdrehungen zu wenig an. Aber wenn man das weiß, dann stört es einen ja natürlich nicht. So, fangen wir vorne an, ganz kurz. Ich habe eine alte Lipo-Stange, eine 12S-Lipo-Stange genommen, wie man hier auch sieht. Die ist also nicht mehr so toll, die bricht ganz gut zusammen. Aber für lockere Flüge hat die noch locker ausgereicht hier. Dann reicht die noch aus. Nehmen wir wieder weg. Hier die Amperezahlen in dem höchsten Fall, hier unten diese Türmchen, hat er knapp 90 Ampere genommen. Das ist natürlich super für einen 700er. Und die Temperatur ist noch für dich wichtig. Gestern waren 15 Grad, glaube ich. Und ohne den Lüfter, den habe ich nicht zugeschaltet, ist der Regler 47 Grad warm geworden. Und das ist natürlich auch normal, im normalen Bereich. Wenn er 60, 65 Grad wird, dann ist es auch noch gut. Gut, das noch wollte ich dir ganz kurz nochmal zeigen. Damit du weißt, was hier los ist. Es ist natürlich auf dem neuesten Stand auch dein Regler. Und die restlichen Einstellungen guckst du dir dann an, beziehungsweise änderst du die so, wie du sie haben möchtest. Okay, dann bis denn. Zum Abschluss von diesem kleinen Video für dich noch einmal, damit du sehen kannst, wie steht denn dein Heli in der Luft bei den drei verschiedenen Drehzahlen 1600, 1700 und 1900. Das möchte ich dir noch zeigen, einfach hier nur im Schwebezustand, mehr gar nicht. Jetzt 1600, damit fangen wir an. So, die drei Einstellungen, du hast gesehen, das Heck steht ruhig, die Turbo-Scheibe arbeitet auch wunderbar und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem 700er in deinem SG-Leben.